MZD Connect steht für Zugriff auf internetbasierte Information, Unterhaltung, Kommunikation und Navigationshilfe. Zur Steuerung des Systems können Sie den Commander-Knopf, den Touchscreen oder die Audiotasten am Lenkrad verwenden. In einigen Sprachen ist die Steuerung auch mittels Sprachbefehlen möglich. Der Commander gewährt Zugriff auf Folgendes: Hauptbildschirm, Unterhaltung, Navigation, Favoriten. Neben dem Commander befindet sich die Zurücktaste. Bedient wird das System so: den Commander-Knopf neigen oder drehen, um den Cursor auf das gewünschte Symbol zu setzen. Wenn Sie dann den Commander-Knopf drücken, erscheint der gewählte Bildschirm. Durch Drehen dieses Reglers stellen Sie die Lautstärke ein, durch Drücken schalten Sie auf Stumm. Wenn Sie den Touchscreen bevorzugen, können Sie auch diesen verwenden, jedoch nur dann, wenn das Fahrzeug gestoppt ist oder weniger als 7 km pro Stunde fährt. Der Touchscreen reagiert auf Berühren, Antippen sowie Schieben oder Wischen, jedoch nicht auf Zusammenziehen. Durch Berühren eines der 5 Symbole sehen Sie das betreffende Menü. Das erste Symbol ist für Anwendungen wie Verbrauchsanzeige, Wartungs- und Warnmeldungen. Das zweite Symbol gibt Zugriff auf das Menü für Unterhaltung, das dritte auf das Menü für Kommunikation. Über das vierte Symbol gelangen Sie zum Menü für Navigation, sofern vorhanden. Mit dem fünften rufen Sie das Menü Einstellungen auf. Im Menü Einstellungen können Sie vom System unterstützte Sprachen und diverse andere Optionen wählen. Zum Ausschalten des Displays tippen Sie das Symbol Einstellungen und dann die Registerkarte Anzeige an. Danach haben Sie die Wahl zwischen Anzeige ausschalten und Anzeige ausschalten und Uhr anzeigen. Um das Display wieder einzuschalten, berühren Sie es nur oder betätigen Sie den Commander-Knopf. Sie können MZD Connect auch mit Sprachbefehlen steuern, falls das System Ihre Sprache unterstützt. Drücken Sie dazu die Sprechen-Taste am Lenkrad, warten Sie auf den Piepton und sagen Sie einen Befehl. Sprechen Sie mit klarer, natürlicher Stimme, weder zu langsam noch zu schnell. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.